das Wort erhält. Herr Präsident, werte Damen und Herren, vor knapp 10 Jahren trat das 4. Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt, eher bekannt unter dem Namen Hartz IV, in Kraft. Wir nehmen dieses Jubiläum zum Anlass für eine kritische Bilanz. Herausgekommen ist ein System, bei dem Arbeitslose diszipliniert und bestraft werden. So spricht inzwischen Peter Hartz über Hartz IV. Die Bilanz von Hartz IV ist also offensichtlich so verheerend, dass sich selbst der Namensgeber davon distanziert. Bei der Einführung vor über 10 Jahren hieß es, die Hartz-Reformen sollen eine bessere Vermittlung in Arbeit ermöglichen. Tatsache ist jedoch, im Vergleich zum Vorgängersystem hat sich die Verweildauer im Sozialsystem verlängert. Jeder zweite erwerbsfähige Betroffene ist länger als 4 Jahre auf Hartz IV angewiesen. Von einer schnelleren Vermittlung kann also überhaupt gar keine Rede sein. Und genau deswegen kann es nicht weitergehen mit Hartz IV. Außerdem hieß es bei der Einführung, das Arbeitslosengeld II soll ausreichend materielle Sicherung gewährleisten. In der offiziellen Bilanz der Bundesagentur heißt es noch heute, Zitat, die gute Idee der Grundsicherung war, eine angemessene Pauschale zu zahlen. Eine angemessene Pauschale. Soweit die Theorie. Wer in der Praxis jedoch auf Hartz IV angewiesen ist, dem fehlt es oft an wirklich notwendigen Dingen. Beispielsweise fehlt jedem zweiten Betroffenen das Geld für notwendige medizinische Leistungen, die nicht von der Kasse übernommen werden. Und falls einer hier im Saal ernsthaft meint, 391 Euro im Monat seien ausreichend, dem möchte ich konfrontieren mit der Zuschrift einer 64-jährigen Frau. Renate S. schrieb mir vor einigen Tagen, ich lebe von Grundsicherung, bin 64 Jahre alt, habe gesundheitliche Probleme und sitze viel einsam in meiner Wohnung, weil ich am sozialen Leben nicht teilnehmen kann. Jetzt ist Weihnachten und ich möchte gern meinen Sohn und Enkel besuchen, weiß aber nicht, von was ich kleine Geschenke kaufen soll. Zitat Ende. Eine Großmutter weiß nicht, wovon sie zu Weihnachten ihrem Enkel ein kleines Geschenk kaufen soll. Das ist die Realität mit Hartz IV und damit kann man sich nicht abfinden. Ja, Hartz IV, das bedeutet Armut statt gesellschaftliche Teilhabe, Bedarfsgemeinschaft mit schikanöser Überprüfung der Wohn- und Beziehungssituation statt individuelle Rechte, fragwürdiger 1-Euro-Jobs statt guter Arbeit, statt ordentlicher öffentlicher Beschäftigung, Sanktionen statt soziale Grundrechte. Kurzum, 10 Jahre Hartz IV sind 10 Jahre zu viel. Es ist höchste Zeit für einen sozialpolitischen Neustart. Auch deshalb, weil Hartz IV der Ideologie folgt, der Einzelne sei schuld an seiner Erwerbslosigkeit. Die Opfer des Arbeitsmarktes werden so noch zu den Schuldigen abgestempelt. Und Ausdruck dieser falschen Ideologie ist die Sanktionspraxis. Sanktion meint, dass das ohnehin niedrige Arbeitslosengeld II gekürzt werden kann, erst 30, dann 60% und schließlich ganz weggestrichen wird. Allein die mögliche Androhung einer Sanktion hängt wie ein Damoklesschwert über dem Betroffenen. Und wo Existenzangst um sich greift, da verschärft sich das gesellschaftliche Klima. Mitmenschlichkeit, Humanität und Demokratie haben es deswegen umso schwerer, und darüber können wir nicht einfach hinweggehen. Die Linke meint, Sanktionen untergraben das Grundrecht auf ein soziokulturelles Existenzminimum. Sie gehören deswegen abgeschafft, und zwar sofort. Wenn wir über Sanktionen reden, ist auch Folgendes bemerkenswert. 44% der Klagen gegen Sanktionen bekommen ganz oder teilweise Recht. Das heißt, selbst gemessen an den harten herrschenden Gesetzen werden viele Sanktionen noch zu Unrecht verhangen. Und wir reden hier von Menschen, die kein finanzielles Polster haben. Deswegen meinen wir, damit muss Schluss sein. Die Würde des Menschen ist unantastbar. So steht es in Artikel 1 unseres Grundgesetzes. Ich meine, daraus folgt auch, die Würde hängt nicht
davon ab, wie verwertbar ein Mensch für den Arbeitsmarkt ist. Zu einem würdevollen Leben gehört auch das Recht, die eigene Erwerbsarbeit frei zu wählen und nicht in irgendeinen schlecht bezahlten Job oder irgendeine fragwürdige Maßnahme gepresst zu werden. Zu einem würdevollen Leben gehört auch, dass alle, auch diejenigen, die keinen Erfolg auf dem Erwerbsarbeitsmarkt hatten, als Bürger bzw. Bürgerin aufrechten Ganges an der Gesellschaft teilhaben können und sich nicht aus Scham oder Geldnot in den eigenen vier Wänden verkriechen müssen. Und auch deswegen sagen wir heute erneut, Hartz IV muss abgeschafft werden und ersetzt werden durch gute Arbeit und eine sanktionsfreie Grundsicherung. Unter 1.050 Euro im Monat droht Armut. Ja, werte Damen und Herren von der Sozialdemokratie, Hartz IV ist zum Symbol geworden für soziale Kälte. So schrieb Andrea Nahles, die heutige Sozialministerin, noch im Jahr 2009. Wenn das mehr als Lyrik war, mehr als purer Wahlkampf, dann frage ich mich, warum Sie so dermaßen kapituliert haben vor Hartz IV, warum Sie keinerlei ernsthafte Veränderung vornehmen an Hartz IV. Ich meine, man kann es nicht oft genug sagen, 10 Jahre Hartz IV sind 10 Jahre zu viel. Es ist höchste Zeit für einen sozialpolitischen Neustart. Es ist an der Zeit, Hartz IV zu entsorgen und zu ersetzen durch eine sanktionsfreie Mindestsicherung, die sicher vor Armut schützt. Vielen Dank. Als nächster Redner hat der Kollege Professor Matthias Zimmer das Wort.